Patricia, du hattest gerade eben eine Sektion und einen eigenen Workshop. Was war dein Thema? Mein Thema war, und das ist auch das Kernthema unserer Stiftung, Altana Kulturstiftung, kulturelle Bildungsarbeit, aber im Schwerpunkt in diesem Fall eben integrative Arbeit für Kinder und Jugendliche, die hier eben neu in Deutschland ankommen, die quasi auf der Flucht sind. Und für uns eben, wo wir schauen, wie können wir über kulturelle Projekte diesen Menschen hier beim Ankommen auch ein wenig helfen. Was war das für dich Wichtige, Interessante an der Diskussion? Also das Interessante erstmal ist, dass die meisten hier doch aus sehr unterschiedlichen Sparten kommen und doch ein großes Interesse an diesem Thema Integration durch kulturelle Bildungsarbeit eben ist und dass jeder eine andere Kernkompetenz mitbringt und durch diese Vernetzungsarbeit man sich unglaublich gegenseitig helfen kann eben auf diesem Weg. Ja. Was wirst du von diesem Tag von deiner Sektion mit nach Hause nehmen? Eine ganze Menge, neue spannende Kontakte natürlich, neue Impulse. Ich habe eine ganze Menge gelernt durch das, was andere Einrichtungen, auch wie der Hessenpark, was denen widerfahren ist oder auch ein Berufsschullehrer, wie bei denen eben Kulturarbeit in der Berufsschule aussieht und Ideen, wie man das im eigenen Haus auch ein bisschen stärker ausarbeiten kann, dieses Gesamtthema Integration durch kulturelle Bildungsarbeit. Vielen Dank.